Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine saftigen Hähnchenschenkel im Ninja Foodie Grill oder jeder anderen Heißluftfritteuse vorstellen. Ihr habt keinen Grill, ihr dürft nicht auf dem Balkon grillen, überhaupt kein Problem. Für den Fall zeige ich euch, wie es drinnen geht mit dem Foodie Grill oder eurer Heißluftfritteuse. Ich habe wieder alles bereitgelegt, was ich brauche. Ich habe hier Hühnerschenkel, Hähnchenschenkel, ganze. Die werden wir gleich teilen. Dann brauchen wir an Gewürzen Cayennepfeffer, Salz, ein hocherhitzbares Öl, Pfeffer, ein bisschen Zucker, Knoblauchpulver und außerdem brauchen wir geräuchertes Paprikapulver. Und dann kann es auch schon losgehen. Meine 7 Gewürze habt ihr hier auf der rechten Seite und ganz einfach, die mische ich jetzt einfach zusammen. Die Reihenfolge ist natürlich völlig egal. Zunächst mal den Zucker. Ich habe jetzt hier Knoblauchpulver genommen. Frischer Knoblauch wäre nicht so geeignet, der verbrennt. Dann Cayennepfeffer. Außerdem hier das geräucherte Paprikapulver, was ein bisschen den Rauchgeschmack noch verstärkt. Salz und ganz zum Schluss Pfeffer. Und das Ganze mixen wir jetzt einfach zusammen und stellen die Mischung dann zunächst mal beiseite. Ich habe, wie gesagt, ganze Hähnchenschenkel hier. Die sind sehr groß. Ich mag so große Schenkel, so große Teile nicht. Deswegen teile ich die einmal. Wenn ihr so ein bisschen mit dem Finger fühlt, könnt ihr das Gelenk erfühlen. Dann könnt ihr die auch gut schneiden im Gelenk. Und dann habt ihr zwei Teile. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr die auch fertig kaufen schon. Die gibt es auch schon fertig geteilt. Das sieht dann so aus. Und dann schneide ich die Hühnchenhaut durch runter bis auf den Knochen ein, damit die Gewürze einziehen können und das Hühnchen auch gleichmäßig gart. So sieht das aus. Wenn ich damit fertig bin, dann bepinsele ich meine Hühnchenschenkel mit Öl. Bitte kein Olivenöl, das ist nicht geschmacksneutral und nicht hitzebeständig. Nehmt was Hocherhitzbares, Erdnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, irgendwas, was ihr da zu Hause habt von beiden Seiten. Und dann würze ich meine Schenkel von beiden Seiten mit unserer Gewürzmischung, die wir vorher hergestellt haben. Wenn ich die eine Seite durch habe, drehe einmal um und würze meine Hähnchenschenkel dann von der anderen Seite, so lange bis die Gewürzmischung, die wir hergestellt haben, völlig aufgebraucht ist. Dann gebe ich meine Hähnchenschenkel in eine Schüssel, könnt ihr auch eine Box geben oder eine Plastiktüte und verschließe dann das Ganze und stelle es 2 Stunden weg und lasse das Hühnchen durchziehen. 2 Stunden später sieht das dann so aus. Ihr seht, das Hühnchen hat jetzt schon Farbe angenommen und es riecht auch schon ganz fantastisch. Das Salz hat so ein bisschen auch schon die Feuchtigkeit aus dem Hühnchen gezogen hier und jetzt können wir auch schon an den Grill gehen. Ich stelle meinen Ninja oder ihr eure Heißluftfritteuse auf Airfry und 200 Grad und lasse ihn jetzt erstmal vorheizen. Wenn er fertig ist, dann gebe ich meine Hühnchenteile in den Airfryer-Korb und zwar mit der Haut nach unten, damit die schon mal so richtig schön anbritzelt in den heißen Korb. Seht bitte zu, dass ihr nur eine Lage reingebt. Bei mir gingen jetzt hier in den Ninja genau die 6 Teile, also 3 Hühnerschenkel rein, macht im Zweifel 2 Durchgänge. Ja, dann lege ich los. Ich stelle die Ninja auf 30 Minuten, das reicht, richtige Zeit, auf geht's. Nach ungefähr 18 Minuten drehe ich einmal. Da seht ihr, die sehen schon richtig lecker aus hier, die Hühnchenteile. Riechen auch schon ganz fantastisch. Und lasse ihn dann die letzten Minuten zu Ende arbeiten. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Sieht lecker aus. 85 Grad sollte das Hühnchen haben. Schauen wir mal. Und ihr seht hier, mein leckeres, saftiges Hühnchen, meine saftigen Hühnchenschenkel im Ninja Foodie Grill haben funktioniert. Saftig, lecker vom Geschmack her. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.